Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir sind unterwegs, alle. Der Fabi hat sich versteckt. Hallo! Wir fahren jetzt zum McDonald's. Das ist vom Luca noch das Geburtstagsgeschenk. Und dann fahren wir weiter. Eine Überraschung, die Kiddies wissen nichts davon. Auf jeden Fall nehme ich euch heute mit. Und ja, seid gespannt. Ich bin auch gespannt, weil ich war noch nie dort. Jetzt fahren wir zum Mc's. Und dann geht's weiter. Wir sind in Dumbo Park. Im Dino Park. Da sind die Fußabdrücke. Da sind die Fußabdrücke, die müssen wir jetzt folgen. Oh. Das ist ein. Achso. Das ist ein Ornitholestes. Ornitholestes. Jemand hat schon ein bisschen gekratzt. Der hat sogar Zähne. Mama, guck. Man kann man dich den nicht mal anfassen. Dann ist noch ein. Jetzt warte mal. Boah, das schaut aber cool aus. Ein Verletzter. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Dino Park. Dino Park. Die Dinos sind zwar cool, manche sind halt kaputt. Aber ja, zum Anschauen geht's. Dino-Labyrinth. Ich darf ein Dino verschwunden. Der ganze Dino-Park ist halt im. Kinder haben die Aufgabe gemeistert, wir gehen weiter. Die Kinder haben das Dino-Ei gefunden. So, weiter geht's. Ja, aber ich glaube, die kann nicht dazu. So ist halten. Oh ja, das ist ein Krokodax. Krokodax? Krokodax. Der Tyrannosaurus Rex. Da ist die Milli. Der ist riesig. Aber es ist nicht die Originalgröße. Es ist nicht die Originalgröße. Der wird 68 bis 65 Millionen Jahre alt. Ja. Aber das ist nicht die Originalgröße. Den kann man nicht berühren, der ist sie aus Gummi. Doch seine Klinge. Ja, also alle Dinos sind kaputt. Komm! Hups! Übrigens ist da auch ein Kletterpark in diesem Dino-Park. Weil der ist grauslig. Der ist fett. Bewegt er sich nicht? Nein, der nicht. Nein, schau, das ist verbeutelt. Hä? Oh ja!
Geräusch von denen gehört? Ja. Das die. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause vom Dino-Park. Ein kurzes Update dazu. Es war schön. Ja. Da spricht wer mit. Es war schön, aber es war jetzt nicht so atemberaubend. Also mehr geben können. Die Dinos waren auch zum Teil kaputt, kann man sagen. Manche Dinos hatten Löcher oder waren ja einfach schon alt und kaputt. Aber für die Kinder war es auf jeden Fall schön. Sie hatten eine Freude. Wir haben viele Fotos gemacht. Ich habe auch mitgefilmt, genau. Ja, der Fabian hat sich gerade zusammengepackt und ist zu meiner Schwester gefahren, denn er darf heute drüben schlafen. Und ich genieße mit den anderen zwei noch den restlichen Tag. Es ist wirklich kalt draußen. Da werde ich aber die Heizung abdrehen, weil wenn der Fabi eh nicht da schlaft. Genau. So sieht übrigens in Fabi sein Zimmer aktuell aus. Das sieht so groß aus. Ein Wahnsinn. Gut, dann machen wir zu. Genau. Es hat wirklich, ich glaube, 0 Grad draußen. Und ja. Also es war echt schön. Für einmal hinfahren hat es gereicht. Und zum Anschauen. Dort gibt es auch einen Kletterpark. Ich muss in den anderen Raum gehen, weil da ist Musik. Wie gesagt, dort gibt es auch einen Kletterpark. Dann gibt es dort ein Schmetterlingshaus. Dort waren wir aber nicht drin. Wie gesagt, wir waren nur bei den Dinos. War recht lustig. Dort war auch ein Labyrinth. Wenn die Kinder Aufgaben gelöst haben, also dort habt ihr eh auch gesehen, dort gibt es Aufgaben zum Lösen und wenn die das geschafft haben, kriegen die dann etwas. Und die Kinder haben sich einen Ring ausgesucht, alle drei. Also das war das Geschenk. Genau, die Kinder haben jeweils ein Poster bekommen von den Dinos. Ja, sonst, es war angenehm, es war halt kalt und wir haben, also ich habe schon gesagt, im Frühjahr, wenn es wärmer ist, fahren wir in die Steiermark und besuchen dort den Dino-Park, weil der ist viel größer und sicher viel schöner. Genau, jetzt genießen wir noch den Abend. Jetzt setze ich mich ran und schneide das Video und ja, beende hier meinen heutigen Vlog. Ich hoffe, euch hat er gefallen und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!